Hallo meine Lieben, heute gibt es wieder ein neues Video von mir. Und zwar geht es wieder um ein Set von Cricut. Und zwar das Easy Press Everything Material Bundle. Das ist mit Abstand das größte Paket. Das ist auch mit Abstand das teuerste Bundle. Das hat ein UVP von 207,90 € und hat im Online-Shop 83,99 € gekostet. Und das packen wir jetzt einmal aus. Die Presse dazu habe ich schon. Die habe ich zum Geburtstag von meiner Mama bekommen. Also wenn du das siehst, vielen Dank nochmal. Und ja, dann packen wir das einmal aus. So, wir müssen das seitlich machen. Es ist nämlich sonst einfach zu groß. So, das ist einmal als erstes enthalten. Sessional Toolset. Da ist eine Schere, die ich tatsächlich sehr gerne benutze. Ein Schaber, eine Pinzette, das Rakel. Ich weiß immer nicht, was genau was ist. Da ist auch der Faltstift bei. Und ein Schneidebrett. Beziehungsweise das ist ein Schneid- und Falzbrett, also beides. Hier seht ihr nochmal, was genau enthalten ist. Dann haben wir noch das ultimative Entgitterungstool. Das ist eine ganz spitze Pinzette. Das ist so eine sehr interessante Pinzette. Und drei Haken zum Entgittern. Also auch mega praktisch. Fünf Stück sind da enthalten. Dann ist noch die Easy Press Matte enthalten. In der Größe 12x12. Und zwar benutzt man die für die Hitzepresse. Also die Easy Press ist eine Hitzepresse. Da lege ich dann hier jetzt beispielsweise mein T-Shirt drunter. Dann habe ich die optimale Unterlage dafür. Zurzeit mache ich das immer auf dem Bügelbrett, was gefühlt dann halb zusammenstürzt, weil man ja doch sehr viel Druck aufbaut. Und ja, jetzt kann ich die Matte einfach auf meinen Tisch legen oder auf den Tisch pressen. Und die wollte ich mir sowieso kaufen und dann dachte ich, ach, mit dem Ganzen, was man dazu bekommt und dem ganzen Rabatt, da kann ich dann ja wieder nicht nein sagen. Die ist halt besonders aufgebaut, wodurch auch von hinten unten ein bisschen Wärme wiedergespiegelt wird, aber unten nichts rauskommt. Und dann ist noch ganz viel Iron-On im Paket in den verschiedensten Farben, zum Beispiel in Rot. Hier seht ihr nochmal die Größe. Das ist so ein hübsches Rot. Genau, das ist quasi das gleiche wie normale Flexfolie von anderen Anbietern, nur von Cricut direkt. Dazu gibt es halt schon die perfekten Schnitteinstellungen und bis jetzt habe ich da noch nie was verhauen und bin da sehr froh drum. Vor allem am Anfang ist da die Frustration relativ häufig, zumindest so in den Facebook-Gruppen, in denen ich drin bin. Und ich habe das alles jetzt seit im Dezember habe ich den Joy bekommen, seit März habe ich den Maker und ich habe mit der Folie noch nie was verhauen, was vielleicht auch daran liegt, dass ich die Originalprodukte benutze. Aber man weiß es nicht. Dann als nächste Farbe ist hier ein Navy Blue enthalten, also ein ganz dunkles Blau und auch wieder in der gleichen Länge. Dann ist noch ein Weiß enthalten, auch in der gleichen Länge. Dann ein total schöner Goldton. Dann etwas, wo man vielleicht etwas Mut für braucht. Neon Pink. Dann, was natürlich auch nicht fehlen darf, einmal Schwarz. Und als letztes ein Dreier-Set. Da ist einmal Gold, Silber und Schwarz enthalten. Immer 12x12. Also insgesamt mehr als in den anderen Sets. Aber und mehrere Farben verteilt. Ja, das erhaltet ihr alles für ein bisschen mehr als 80 €. Ich finde es total klasse. Und wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Fragen zum Material, zu sonst irgendwas habt, schreibt es in die Kommentare oder schreibt mich bei Instagram an. Da heiße ich Only Miss Luca. Und dann sehen wir uns bei meinem nächsten Video wieder. Ciao!